Hallo Freunde, herzlich willkommen zu Gran Turismo Sport, dem Kampagnenmodus und Missionsstufe 3. So, der letzte Teil, der war wieder lang. Dieses Mal gucke ich auf die Uhr und eventuell mache ich dann gleich zwei Teile draus. Wir werden sehen, wir fangen erstmal an. Willow Springs, ja, so langsam, ja, kenne ich die Strecke, was soll ich hier machen? Okay, ja, Autos überholen, okay. Was wollte ich sagen? Ja, ich weiß nicht, was das war, aber im ersten Teil zumindest, im zweiten Teil eventuell auch irgendwie so ein komisches Echo drauf auf dem Mikrofon. Liegt wahrscheinlich daran, ich hatte hier irgendwie meinen Kaffeebecher ziemlich dicht davor abgestellt. Wahrscheinlich kommt es daher. Ich hoffe, es ist jetzt weg. Und jetzt machen wir hier gleich mal weiter. Oder starten. So, das Auto kenne ich auch. Ich war mir jetzt hier nicht so sicher, ob ich hier bremsen muss oder nicht. Aber habe ich wohl ganz gut getroffen für so nur zwei Runden. Okay. So, mal gucken, ob ich die hier alle erwischt auf dem geraden Stückchen hier. Ja, da sind sie jetzt dann schnell. Naja. Geht ja hier nicht um eine Zeit. Ich muss ja nur. Oh! Oh Gott, ja, schön. Einmal das Rad ein bisschen in den Dreck gehängt und fertig war. Schade. War eigentlich ganz gut unterwegs. Die haben doch dieses Mal irgendwie früher gebremst, oder? Täuscht es. Falsch wahrscheinlich. So, am Anfang habe ich noch gedacht, ich bin irgendwie langsamer. Aber schon viel mehr Plätze aufgeholt als beim ersten Mal. Da hätte ich, glaube ich, auch schneller sein können hier. Och ja! Ha, scheiße! Diesmal auf der anderen Seite. Unglaublich! Das ist irgendwie immer echt, ich habe da ein Problem damit, ja, so halbe Eingaben zu machen mit dem linken Stick. Ich bin da echt nicht geschmeidig oder nicht so feinfühlig, wie ich eigentlich sollte. Oder wie ich es gerne hätte, sag ich mal so. Ja, es ist da bei dem Tempo, das ich gefahren bin, oh, das war jetzt knapp. Ja, so wie jetzt hier, ja. Jetzt bin ich mit dem Stick am Anschlag, ja, so, wenn ich das so fahren kann, dann ist okay, ja, aber man sieht das ein bisschen unten an dem roten Punkt über dem Drehzahlmesser. Boah, jetzt war ich auf den roten Punkt konzentriert, habe nicht aufgepasst. Ja, in diesen beiden langen Rechtsbögen, die da nachher kommen. Eben, wenn man schnell ist, dann kann man da halt eher mit dem Stick auf Anschlag gehen und dann passt der Radius so. Wenn man aber ja, sich nicht sicher ist, dann kann man es halt nicht, weil man sonst zu eng ist, aber man kriegt dann auch das Tempo nicht so schnell hoch und dann eiert man irgendwie rum.
Und dann passiert es halt, dass man da irgendwie so eine komische Linie fährt. Da ist dann Lenkrad echt cool. Ja, so wie jetzt hier, jetzt muss ich aufpassen, dass ich... Es ist doch scheiße! Mann! Ich bin, glaube ich, einfach dann zu aggressiv. Ich habe da irgendwie, weiß ich nicht, ich weiß echt nicht, warum mir da die Geduld fehlt. Ja? Ja, für das Online-Rennen mit den offenen Setups auf dem Nürburgring, ey, da habe ich insgesamt, keine Ahnung, 800 Testkilometer gefahren mit einem Auto auf einer Strecke insgesamt. Ja, und da das stört mich überhaupt nicht, das mache ich gerne, da habe ich Spaß dran. Ne? Aber ja, jetzt hier, das geht mir irgendwie auf die Nerven. Ein bisschen. Ja, da habe ich irgendwie nicht die Geduld dafür. Oder ich tue mich halt schwer damit. Die Geduld aufzubringen, sag ich mal so. Ja, da weiß ich jetzt hier, das ist ein Vollgasknick, scheißegal, dass mir die Ganganzeige da unten irgendwas anderes sagt. Ja, okay, wenigstens bin ich hier diesmal richtig in die Scheiße rein. Das hat weniger Zeit gekostet als so ein blödes, ja. Ich meine, es ist besser, komplett daneben zu liegen, als nur einen Zentimeter. Es ist auch so ein blödes Rumgeeier hier. Und man sieht es ja an dem Lenkrad. Wie schwer ich mich damit tue, geschmeidig zu lenken manchmal. Ja, ich habe jetzt den Controller auf Sensitivität 2. Und ich habe manchmal irgendwie das Gefühl, als wäre der nicht wirklich, als wäre die Kurve nicht linear, ja? Also das, die Übersetzung, ja, zwischen Eingabe, oh fuck, schon wieder. Solange ich nicht hier aus Versehen in die Pit reinknall, boah. Das war jetzt knapp, oh Mann, es hat gereicht, ja, schön. Gut. Aber stolz kann man da nicht drauf sein. Ja, so, also das heißt, ich bewege den Stick ein bisschen und dann ja, hat er so einen gewissen, ne, fährt er halt einen gewissen Bogen. Und wenn ich nur ja, gefühlte 2-3% mehr Lenkausschlag gebe am Stick, dann kriege ich irgendwie 10-15% mehr Lenkausschlag im Spiel. Und das macht es irgendwie schwer. So, und ich fahre hier mit der Stick-Sensitivität 2 und das sollte eigentlich keinen Einfluss drauf haben. Das sollte eigentlich nur so die Empfindlichkeit sein, aber nicht die Linearität. Was haben wir hier? Colorado Springs. Ach, okay, ja. Kontakt mit anderen Autos. Ja. Schauen wir mal. Gruppe B habe ich bis jetzt sehr wenig gemacht. Also nur in der Fahrschule. Nur wenn man es muss, irgendwie. Ich, ja. Das hat auf mich relativ wenig Anziehungskraft, muss ich sagen. Ich erinnere mich nicht wirklich an die Strecke. Das ist aber auch schwer, hier keinen Kontakt mit anderen Autos zu haben.
Locks outside. Don't cut. Und so weiter, ne? Ach, das ist die Ziellinie hier. Ah, ganz knapp. So, und nochmal. Und bevor er das hier irgendwo hingeht. Nee, das meine ich nicht. Wieso guckt der eigentlich gerade nach unten? Das ist irgendwie total blöd, um die Perspektive anzupassen. Kurven fahren mit dem Gaspedal, ja. Aber eben auch dann wieder nicht zu viel, ja. Das, ach ja, warum bremst der da auch? Hä? Also jetzt ernsthaft, warum? Ander, ander. Ich glaube, so richtig hinten drauf fahren ist unerwünscht. So, jetzt hier ein bisschen Speed mitnehmen. Ich hoffe, das passt. Jawohl, genau so. Gut, hey, und das war jetzt der, na, der dritte Anlauf. Ja, also, da kann ich doch mit leben. Suzuka! So, wieder Autos überholen. Was soll ich hier machen? Honda Sports, VGT, was auch immer das für ein Hobel ist. Keine Ahnung, kenne ich nicht. Gruppe X, ein Konzeptauto wahrscheinlich. Also ich muss echt sagen, ich meine jetzt mal davon abgesehen, dass ich sowieso kein Kohle habe für ein Auto, aber wenn ich jemals ein Auto kaufe, ich kaufe keinen neuen Wagen. Scheiße, wenn das die Zukunft ist, dann habe ich keine Lust zu, echt. Wenn man sich das anschaut, die ganzen Monitore und der ganze Rotz, das Schlimmste, was ich je gesehen habe, ist der Bugatti Gruppe 4 Wagen. Wo das ganze Armaturenbrett praktisch der Rückspiegel ist. Ich meine, sowas Schlimmes habe ich noch nie gesehen. Ja, und ich meine, ich habe jetzt, was habe ich gesehen? Aufzeichnungen von den Spa, 24 Stunden von Spa. Und da ging das ja auch so weit, dass die Fahrer dann teilweise ihren Rückspiegel ausgeschaltet haben, wenn die eine Rückfahrkamera hatten, weil das einfach nur ein weißer, leuchtender Monitor war und die nichts gesehen haben. Das hat nur geblendet nachts und sonst war es das. Ja, mit einem normalen Spiegel, dann kann man auch, wenn es hell ist, immer noch die Tiefe abschätzen und so weiter. Also da sieht man mal, ja, dass das einfach Schwachsinn ist mit Rückfahrkamera als Rückspiegel. Das bringt gar nichts. Oder ist einfach schlecht. Und ja, nur weil irgendwas seit Ewigkeiten so gemacht wird, heißt es nicht, dass es schlecht ist und man es ändern muss. Und ich habe schon wieder nicht darauf geachtet, wie viele Runden ich habe, deswegen fahre ich so, als wäre die erste die letzte. Ich meine, eben online würde ich das ja so nicht machen. Ja. So, aber das ist ja hier, ist KI, ist kein Rennen.
Ja, ich meine, ich muss ja schon irgendwie sagen, das hier sind ja so Geschichten zum Abarbeiten. Ja. Also geht mir das halt. Aber man muss sagen, der Bock, der fährt sich jetzt gar nicht so schlecht. Dampf. Gott, in einem Online-Rennen hätte ich jetzt mein Safety-Rating von B auf, keine Ahnung, D runtergedrückt oder so. Aber hey, ist ja nicht. So, sehr schön. Wir haben jetzt abgehakt. Blue Moon Speedway 2, okay, andersrum. Oh, ja, hier, so Autos, ne, Gruppe 1 Wagen. Wofür, warum, weshalb, ja, ich bin echt kein Fan davon. Ich meine, ja, das sieht ganz cool aus und so, aber ich meine, ja, wofür braucht man die? Ja, nur damit der Hersteller, ich meine, ganz ehrlich mal, Dodge sowieso. Warum ist Dodge überhaupt in dem Spiel drin? Ja, ich meine, die Viper, sie hat ja überhaupt keine offiziellen Einsätze und keine Ahnung. Da hätte ich mir lieber, muss ich jetzt echt sagen, den Bentley gewünscht. Ja, GT3 Bentley. Anstatt da hier den Dodge Concept Bock da und was ist sonst noch drin? Ja, eben die Viper, Gruppe 3, Gruppe 4. Ja, und dann der komische Dodge Charger, der ja eigentlich so auch für nichts gut ist, weil es ja nun mal kein richtiges... Ich meine, wer... Hier, schaut euch das doch an. Was ist denn das für eine Scheiße mit den Rückspiegeln? Ich meine, wer will denn sowas? Also ja, also ich will's halt nicht, ne? So, und oh, man sieht ja auch gar nichts. Das ist katastrophal. Mein Gott. Das ist doch scheiße, wenn man nichts sieht. Ja, achso, erweiterte Einstellungen, Cockpit-Ansicht anpassen. Das ist wahrscheinlich das erste Auto, wo ich mich tiefer setze, damit ich was sehe. Wahnsinn, echt Wahnsinn. Eins von drei Runden, na ist egal, ich fahre das jetzt einfach mal weiter. Damit ich ein Feeling für krieg. Und die ganze Zeit hört man die Karre schleifen. Aber schon viel besser.
Ja, jetzt rammt er mich da noch. Okay. Platz 3, hey, vielleicht gewinne ich das immer noch. Ja, sieht schlecht aus. Ja, einfach weil man da bremsen muss und ich keine Ahnung habe, wann und wo und wie viel. Ja, Platz 3. Ja. Was ich auch nochmal hier kurz testen will. Empfindlichkeit. Ich stelle es mal auf 0. Einfach nur mal so gucken. Ob da das Gefühl der Linearität mit zusammenhängt. Ja, ich meine, das ist auch so eine Sache hier, die GT1 Autos oder Gruppe 1. Das ist natürlich auch, ja, einfach Gewohnheitssache. Und ich bin es halt einfach nicht gewohnt. Dann ist schon irgendwie ganz lustig mit den Rückspiegeln, aber ja, wirklich cool finde ich es irgendwie trotzdem nicht. Ja, das ist auch so eine Geschichte, die sich sicher mit Lenkrad angenehmer fährt, weil das schon echt irgendwie etwas hypernervös ist. Ah, da zum Schluss, da erhöht sich nochmal kurz das Banking oder die Neigung der Straße, wird Banking genannt, und man hat das Gefühl, man ist zu weit und dann zieht es nochmal an, also ja. Gut, Gott sei Dank habe ich es geschafft und ich muss es nicht nochmal machen. Gut, was streben Sie eine Höchstgeschwindigkeit von 300 km/h an Nürburgring Nordschleife Dettinger Höhe? Ja, da bin ich jetzt mal gespannt. Also, ich muss mich jetzt schon mal seelisch darauf einstellen, dass ich in der letzten Doppelrechts da massiv mit Untersteuern zu tun habe. So. Jetzt hätte ich es geahnt, eh? Das ist unglaublich. Man hat das Gefühl, einen LKW zu fahren nach dem Hubel von daneben. Ah, okay, da hätte ich mich hinten dran hängen müssen. Ja, okay, gut, kein Stress. Kein Stress, gut.
Auf zum nächsten. Beitritt nicht möglich. Sie verwenden ein Fahrzeug N400. Habe ich da irgendwie was? Oh, den könnte ich detunen. Soll ich das machen? Also das Ding kann ich immer verwenden hier. Oder nehme ich den M4? Nehme ich den M4. Dragon Trail, Küste 2. Ja, okay, also wieder Autos überholen, gut. Wer hätte es gedacht, und das in dem Rennspiel, ja? Hier kurz reingucken, ob ich hier die Leistung erhöhen kann. Ich schraube hier so lange an der Leistung, bis er mir sagt, es geht nicht mehr. Eben, man sieht es hier. Jetzt wäre er N500, so ist er N400. Aber das Gewicht kann ich runterschrauben. Ach, okay, Sport weicht, das ist natürlich gut. Dann gehe ich immer auf Traktion 2. Bremsbalance bleibt so, das lasse ich jetzt auch mal so. Ich glaube, das ist zu wenig Sturz. Differential lasse ich auch mal so. Getriebe bleibt auch so. Gut. Fahren wir mal. Mach sie mal aus, so zum Spaß. Mal gucken, was da rauskommt. So, mal kurz orientieren. Ich bin nicht schon mal gefahren, so rum. Ja, genau. Aber, ja. Startziel, ja. Es ist immer wieder erstaunlich, wie früh man bremsen muss mit dem Straßenwagen. Ah! Ich meine, wenn ich die Traktionskontrolle anmache, ja, dann... ja, wobei, das war jetzt einfach nur Pech. Obwohl ich echt sagen muss, dass sich die Autos im Prinzip echt absolut klasse fahren in dem Spiel. Ja, also so leichte Gewichtsverlagerungen und Lastwechsel, ja, wie das ist. Viel zu spät. Oder auch nicht. Ich glaube, ich bin schnell genug, dass ich mir das hier leisten kann, ja, für ihn zu bremsen. Da bin ich neulich schon mal drauf reingefahren, als ich die Strecke zum ersten Mal gefahren bin. Und jetzt hängt man hier im Dreck drin und jetzt hat man... Ach ja, komm. Ach Mensch, das ist natürlich jetzt wieder blöd. Ja, so, aber das Fahrverhalten an sich finde ich absolut gut gemacht. Also so halt vor allen Dingen ohne Traktionskontrolle und ohne Stabilitätsmanagement. Also da habe ich sowieso keine Ahnung, wie sich das mitfährt. Das habe ich nie ausprobiert. Ja, wieder ein Stückchen zu früh am Gas. Ich muss da mal echt auch mehr drauf achten. So im Allgemeinen. Hier ist es jetzt wirklich zum Problem geworden, ja, aber auch grundsätzlich muss ich einfach mehr darauf achten, wann ich aufs Gas gehe. Nicht unbedingt, ja, wann ich weiß, jetzt ist der Scheitel ne, erreicht, sondern tatsächlich auch, ja, wann man die Lenkung aufmacht. So, jetzt hier gleich haben wir wieder eine Kurve. Man ist dann ja versucht zum Beispiel, ja, jetzt hier aufs Gas zu gehen, aber ich muss einfach länger warten, aufs Gas gehen. Also ich tendiere einfach dazu, zu früh aufs Gas zu gehen und dann eben übersteuern zu haben.
Also ich meine richtig beschleunigen, ja. Nicht so das bisschen hier Gas halten. Sondern so das richtig rausbeschleunigen aus einer Ecke. Mal gucken, ob ich das. Oh, oh, jetzt habe ich hier irgendwie in den Himmel geguckt. Oh, das war jetzt scheiße. Jetzt hatte ich hier eine Reflexion auf der Windschutzscheibe und habe gedacht, das ist, war das ein Flugzeug? Oh ja, jetzt. Ja, oh, ja, komm, klar, nochmal extra hier viel gedreht. Scheiße. Na okay, aber wenn ich ehrlich bin, ich glaube, das reicht mir immer noch. Also mache ich das. Und hey, dann reicht es vielleicht nicht für Platz 1 auf der Freundesliste. Aber ich glaube, Gold ist immer noch drin. So, jetzt hier. So, warten, bis die Kurve vorbei ist. Naja, okay. War schon wesentlich besser, wesentlich schneller. Als beim ersten Mal. Das jetzt hier nicht. Das war jetzt einfach viel zu viel Gas. Es ist schwer zu demonstrieren, was ich hier meine. Na gut, aber der Typ auf Platz 1, na 9 Sekunden, das ist dann doch ein bisschen viel. Das ist die Frage, ich glaube, das packe ich nicht mehr. Aber ich werde es probieren. Neu starten kann ich ja immer noch. Wobei es wird jetzt echt knapp hier. Ja, es reicht nicht. Schade, okay. Aber beim nächsten Mal. Ja, aber hat nicht viel gefehlt, ja, also hätte ich mich nur einmal gedreht und nicht zweimal nach dem Einschlag in die Mauer, dann hätte es mir wohl gereicht. Also eben, und so habe ich mir das vorgestellt. So, das Ding ist halt eben erst die Lenkung aufmachen und dann aufs Gas und nicht andersrum. Nur es ist halt manchmal schwer, ja, weil da fährt man langsam durch eine Ecke. Sondern es ist halt irgendwie, es sieht immer so aus. Na, die Richtung des Autos passt. So, und dann gehe ich aufs Gas. Dabei habe ich ja die Lenkung noch eingeschlagen in die Richtung, na, in die ich ursprünglich wollte. Ja, es ist irgendwie, ich wünschte, ich könnte das in Schaubildern irgendwie darstellen. Und ja, ich muss dann halt eben warten und Gas geben. So, jetzt fahre ich hier rein, jetzt sieht das aus, okay, die Richtung passt. Also, und dann gehe ich aufs Gas. Und in dem Fall war das auch schon wieder richtig gemacht.
ja, dass die Richtung des Autos passt. So, dann mache ich die Lenkung auf und dann kann ich beschleunigen. So, und das ist halt irgendwie was, dass ich ja gerne vernachlässige. Es ist jetzt nicht wirklich schlimm, ja, also meistens komme ich ja ganz gut klar damit, nur das sind halt einfach so Sachen. Wenn man das berücksichtigt, dann ist man grundsätzlich einfach schneller. Auch mit Traktionskontrolle, wo das Übersteuern dann eben entschärft wird. So, jetzt habe ich hier die Lenkung eben aufgemacht, bin aufs Gas, keine Spur von uns Übersteuern, gar nichts, ja. Und es ist garantiert schneller wie, ja, 10 Meter früher ans Gas, aber wieder runter müssen, weil, ja, ja, eben, weil man dann übersteuern hat. Und ich finde es auch hier, es ist einfach so schön, wie man durch Lupfen und, und Gas geben, so das Auto zum Eindrehen kriegen kann. In so. So, jetzt hier. Ja, die Richtung des Autos hat gepasst, Lenkung aufgemacht und dann konnte ich auch im zweiten Gang voll drauf treten, ohne dass mir das Heck jetzt hier rauskommt. So ein leichtes Schmieren war schon festzustellen, aber ja, das ist absolut in Ordnung. Mir geht es so um diese richtig großen Übersteuerer, die ich dann nicht haben will. RTL würden sie sagen Quersteher, die ich vermeiden möchte, weil die einfach Zeit kosten. Ja, gegen so einen schönen Trägheitsdrift ist eigentlich nichts einzuwenden. Das heißt, das Auto ist neutral und das heißt, man ist schnell. Das ist gut so. So, Lenkung aufgemacht. Und das war jetzt auch, ja, war in Ordnung. So, und jetzt hier, ne, eben dann nur ein bisschen eingelenkt, vom Gas gegangen, ganz minimal auf die Bremse. Und das Auto fuhr praktisch von selbst um die Kurve. Jetzt hier, ja, erst rechts einlenken. Es ist wichtig in der Ecke, dass man die Gewichtsverlagerung schon, ne, eingeleitet hat. Also man muss echt früh umlenken, weil das durch die Senke geht. Ja, sonst schiebt man da geradeaus. Wenn man erst anfängt zu lenken, ist schwer zu erklären. Es ist halt irgendwie, ja, scheiße, was soll ich sagen? Ist schwer zu erklären. Ich wünschte, ich könnte es. So, und das ist halt irgendwie, das, also die Serienautos jetzt hier, ne, also mehr Motor vorne, Antrieb hinten, Frontantrieb fahren ist immer scheiße in dem Spiel. Also das, ja, macht einfach keinen Spaß. So, aber das, so, das macht Laune. So, weiter nicht möglich, Gruppe 3, aus meiner Garage. Oh, ja, ist ja klar, dann nehmen wir den Nissan. Autodrome, Lagomotore, oh, da bin ich jetzt einmal gespannt. Ja, weil das war das erste mit offenen Setups der täglichen Rennen. Da habe ich ein Setup gemacht, bin damit gefahren, bin mit dem Setup dann auf Nürburgring GP gefahren. Habe da gründlich dran rumgeschraubt. Ich hoffe mal, dass das Getriebe jetzt passt. Ist egal, ich werde sehen, wenn es nicht passt, dann... ich habe schon wieder dieses komische Echo auf dem Mikro, höre ich hier gerade und ich weiß nicht warum. Komisch. Na, also eben, wenn es nicht passt, dann schauen wir nochmal. Eben, das ist ja die Sache, ich könnte jetzt hier ja noch mehr Power reintun und so weiter, aber muss das sein, muss ich das machen, mache ich nicht. Er reicht schon eigentlich, dass der BOP aus ist. Ich lasse das alles so, wie es ist. So, und bin jetzt halt mal gespannt, wie sich das Setup, was ich eigentlich für ein Ding gemacht habe, für Nürburgring GP hier auf Lagomotore bewährt. Viel zu früh gebremst. Aus 3 Runden. Das ist ja richtig exzessiv viel. Okay, 12. Oh. Ich bin jetzt wieder total geflasht von dem Kontrast einfach zwischen dem Serien BMW M4 und einem GT3 Auto. Oh mein Gott, das Setup ist so gut im Vergleich zu dem, was ich eigentlich hier für die Strecke gemacht habe. Aber so ist es halt, man muss sich ja immer erst ans Spiel gewöhnen.
aber das Getriebe ist zu kurz, das merke ich glaube ich jetzt schon. Wenn ich hier schon im Sechsten war, dann werde ich glaube ich auf der Geraden im Begrenzer jaulen und das... Wenn ich disqualifiziert fürs Auto ran, ich weiß es nicht. Nee, der Mustang GT3, der interessiert mich auch. Also den, ich glaube, den werde ich mir nochmal zulegen irgendwann. Ah nee, cool, Getriebe passt. Und zwar perfekt. Nee, gut, ich werde nicht disqualifiziert. Mal schauen, vielleicht kriege ich ja mal eine saubere Runde hin. Und dann bin ich mal gespannt. Ich weiß jetzt gar nicht, wo mein persönlicher Rekord ist. Und jetzt macht Platz, fetter Ami. Bremsen sicher sonst wo. Mein Gott, ist das Setup gut im Vergleich zu dem, mit dem ich online Rennen gefahren bin. Das ist ja Wahnsinn. Also gerade die Traktion, wie das Teil hier über die Bodenwellen geht. Ja, überhaupt keinen Stress. Ja, mit meinem anderen Setup, da hatte ich hier an der Ecke immer Probleme mit Übersteuern. Trotz Traktionskontrolle und allem Scheiß. Das ist ja brutal. Das ist ja absolut krass. So, und das ist es halt. Ja, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich muss jetzt hier wieder mit einem Serien-Setup fahren. Also, da wird einem doch gleich ganz anders. Ja? Es ist einfach unglaublich, ja, weil zwischen dem Serien-Setup und dem eigenen, da liegen mal locker 3 Sekunden pro Runde. Hätte ich ohne Probleme Vollstoff fahren können. So, aber sieht so aus, als hätte ich dann eine Runde zum Schnellfahren hier, ohne Verkehr. Jetzt geht er hier im Begrenzer, schade. Ich habe gedacht, der 5. reicht. Mein Gott, ist das brutal. Ja, es war schon etwas sicker. Aber es ist brutal, wie das Auto liegt im Vergleich zu dem, mit dem ich hier die ganzen Online-Rennen gefahren bin. Das Setup hätte ich mal vor 2 Wochen haben sollen, ey. Wahnsinn. Das muss jetzt gar nicht sein, dass es ultra schnell ist, ja, aber einfach, es ist einfach ziemlich sorgenfrei. Es ist eigentlich genauso, wie man es gerne hätte. Ja, ansonsten, der Nissan ist ja nun mal echt kein Traktionswunder.
Und ja, wenn dann noch Bodenwellen ins Spiel kommen, dann ist es echt abenteuerlich in dem Auto. Aber mit dem Setup ist mir das echt ganz gut gelungen, das sehr zu entschärfen. Ich glaube, die war jetzt nicht schlecht. Gut, aber eben, da kannte ich jetzt die Strecke, da kannte ich das Auto, deswegen habe ich das jetzt hier auch echt ziemlich souverän abgefahren. Ja, aber so haben wir es gerne. Ja. Ja, aber da, eben, und da kriege ich dann jetzt hier gerade Lust, festzustellen, wie schnell kann ich wirklich sein. Ja, das ist ja auch, wenn jetzt das Rennen vorbei ist, ja, auf dem Nürburgring GP-Kurs, juckt es mich trotzdem irgendwie da jetzt nochmal mit dem, ne, GTR zu fahren und einfach zu gucken, ja, ob ich das Setup noch weiter optimieren kann oder ob es noch andere Möglichkeiten gibt und wie schnell kann ich wirklich sein. Das interessiert mich einfach irgendwie, ne? Und das könnte ich machen, ja, auf Stunden höchstwahrscheinlich wieder. Einfach weil, ja, ich weiß auch nicht, ne? So, und jetzt hier mit diesem ganzen auch Fahrschulkram, weiß ich auch nicht, ne? Da fehlt mir dann wieder irgendwie ein bisschen die Geduld. So, was, keine Zeit mehr, okay. Dann darf ich wieder Autos rammen. Gott sei Dank. Naja, so, also ich habe die Uhr schon im Blick und ich weiß, das läuft schon wieder eine Weile, aber ja, das Ende ist nah, also hoffe ich doch. Es sei denn, ich brauche jetzt hier 30 Restarts, dann halt nicht. Ne? Aber ja. Schauen wir mal. Was war ich hier? Subaru, ne? Ach doch, da sind andere Autos. Ich wollte gerade sagen. Aber eben, Streckenkenntnis geht wieder gegen Null. Ah doch, ich glaube, ich bin hier in der Demo mal gefahren. Aus Spaß mit dem Ding. Mit dem Toyota GT86. Also mit dem normalen. Mein Gott. Ich weiß, dass das, was ich hier mache, langsam ist. Also das weiß ich von der Fahrschule. Aus der Fahrschule weiß ich das. Die Driftwinkel, die ich hier habe, boah, die sind einfach langsam so. Und das ist natürlich auch langsam. Da kommt Traktionskontrolle raus. Das verschieben wir einen nach hinten. Ah, das ist eben das hier, ist doch die Fahrschulkurve. Vielleicht schaffe ich es ja trotz Zeitstrafe, aber da war ich jetzt hier viel zu schnell. Ja, ich war jetzt der Meinung, das geht da hinter der Kuppe schon rechts rum. Schon wesentlich besser als in der ersten Runde, aber eher eben, wenn man nicht die Strecke nicht kennt. Jetzt habe ich es mir einigermaßen merken können gerade, wo ich hier bin. Okay, das ist die Kraftverteilung 40-60. Das macht doch jetzt hier einen ganz ordentlichen Eindruck. Oh. Ja, bis auf hier.
Achso, ja stimmt, es geht ja wieder darum, auch Zeit über zu haben. Das wird dann knapp, das reicht mir nicht. Für Gold. Auch aufgrund der Zeitstrafen, die ich mir da eingefangen habe. Ja, okay, aber so viel fehlt nicht. Gut, also gleich nochmal. Funktionskontrolle an den Kram, ja, das hat er sich gemerkt. Gut. Ja, das war jetzt wieder, ja, ganz toll. Wahnsinn, ne? Ja, es ist halt einfach, man muss echt gucken, dass man die Driftwinkel klein hält. Ne, das Auto so richtig in die Ecke schmeißen ist nicht unbedingt schnell, auch wenn es geht. Und Spaß macht. Ja, das war jetzt wieder. Ich weiß auch nicht. Ich starte einfach gleich neu. Dann spare ich mir Zeit. Ja, es ist halt so, ich glaube, das hätte jetzt schon nicht mehr gereicht. Und wenn ich das jetzt dann ja, bis zum Ende durchgefahren wäre, dann na, verliere ich mir Zeit. Und so viel Zeit habe ich nicht, leider. Ich bin dann jetzt halt eben, ja, wie auch eben angesprochen vorhin. Also ich weiß jetzt nicht, in welchem Teil ich das erzählt habe, aber eben. Ich bin dann ja weg, nur mal leider bis einschließlich 5. November. Und ja, dann muss ich früh los. Morgen, das wäre dann der zweite. So, und deswegen wollte ich das noch eben hier fertig machen. So, merken, da vorne wird es eng. Ich weiß nicht, wie viel. Ja, Zeitstrafe. Der Typ ist die Strafe und es kostet mich Zeit. So fühlt sich das ja an. Hier. Ja, ich glaube, das ist relativ ordentlich. Das könnte reichen. Oh na, dann nochmal Zeitstrafe. Die 2 Sekunden hätte ich dir. Ach, klasse, gell? Ja, also mal schauen, jetzt hier, dass ich weniger Zeitstrafe zusammenfahre. Weil der Speed ist da. Ja, das macht doch irgendwie echt Laune.
Ja, ich meine eben, das geht hier sicher noch schneller an der einen oder anderen Ecke. Aber ich schaue jetzt hier halt einfach, dass ich irgendwo einschlag. Sag ich so und schlag irgendwo ein. Ne? Ach komm. Aber das ist auch irgendwie so eine komische Ecke. Ich denke mal, die 2 Sekunden, die konnte ich mir jetzt schon leisten. Ja, das fand ich jetzt nicht so cool. Aber ist mir jetzt egal, ich fahre jetzt weiter. Das Aber es ist schon echt cool irgendwie. So, das war in der Fahrschule hier schon ein Problem, dass man hier irgendwie gerne mal Untersteuern gekriegt hat. So, jetzt nicht und so soll es auch sein. Ich glaube, es ist vergleichbar wie beim letzten Mal. Also, schauen, dass ich jetzt hier nirgendwo in die Bande knall. Ja, nee, wesentlich besser. Okay, gut, sehr schön. So, dann mal gespannt, was für ein Auto ich krieg. Ah, irgendwas. Nein, okay, das ist ein NSX. Ich habe schon gedacht, das ist irgend so ein Konzerthobel. Ja, NSX Gruppe 3. Cool. Ich finde das komisch, ich glaube, ich habe mal nachgeguckt, ja, wenn ich jetzt hier das teile, das steht gar nicht, was für ein Auto ich gekriegt habe. Ich schreibe jetzt hier einfach rein, NSX. NSX Gruppe 3. Gekauft hätte ich ihn nicht. Ja, also ja, ganz irgendwo unten auf der Prioritätenliste. Na, wo sind hier? Komm, wo sind die deutschen Zeichen? Ah, L3. Ach du Scheiße. Ja. Hätte ich. Ich muss auch immer sagen, ich benutze hier den Ding nicht. Ne, die Wortvorschläge, ich bin sowieso schlecht im Schnellschreiben. Im Schreiben im Allgemeinen. So. Ich weiß nicht, welche Stufe kommt man noch machen? Ich glaube, Stufe 6 kommt man in der Demo auch machen. Ich weiß es nicht. Ach, Gruppe B auf Straße ist sicher auch interessant.
Okay, so, Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es war euch ja, war unterhaltsam und hat euch Spaß gemacht. Mir hat es ja, doch Spaß gemacht. Und ja, wenn es euch gefallen hat, ja, dann lasst mir einen Daumen da. Schaut beim nächsten Mal wieder rein. Und ja, macht's gut. Bis dann. Ciao.